er wohl nicht. Was ist immer raus? Hallo! Warum kommt ihr so früh, sag mal? Wir fangen im neuen Flöz an. Das will ich mir ganz genau ansehen. Wir können dabei haben, der mir über die Schulter guckt. Und wo fangt ihr an? In der zweiten? Ja, ja, nach Süden. Da müsst ihr beim Schießen aufpassen. In der zweiten habt ihr keine guten Wetter. Wir müssen das mit ihnen aushandeln, dass wir hier weniger Kohle machen als die Katharina. Ja. Was ist mit dir? Deine Nummer? Was willst du hier? Arbeiten. Arbeiten? Wie Bergmann werden. Wo kommst du denn her, Kumpel? Hey, mach mal, du. Wieder so ein Polack. Ich bin kein Polack. Du willst dein Maul. Ich komme aus Lüschow, Kreis Kolberg. Was ist los? Was ist denn? Steh mal rüber zum Betriebsführer. Hier ist die grüne Tür, dann die erste rechts. Hallo, es geht schon. Mein Gott, nee, ihr kommt doch noch früh genug an die Kohle. Ihr könnt alle im Entsteiger melden. Der Otto hat uns aufgehalten. Eure Strafpunkte gehen auf meine Liste. Haben Sie hier am Vortrieb die Wetter gemessen? Was willst du? Man sagt seine Nummer, wenn man hier reinkommt. Habe ich keine. Ich denke, ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ich will in die Grube, ich will Bergmann werden. Können Sie ihn am Band gebrauchen? Komm näher. Ich denke schon. Deine Papiere? Habe ich keine. Keine Papiere? Mm-mm. Nein, Herr Betriebsführer, heißt das. Nein, Herr Betriebsführer. Wo hast du zuletzt gearbeitet? Auf dem Bahnhof bei meinem Vater. Wo kommst du her? Pustschau in Pommern. Du bist mit der Bahn gekommen? Nee. Gewandert und auf dem Fuhrwagen. Wie alt bist du? 17. Bist du gesund? Hm. Jawohl, Herr Betriebsführer! Jawohl, Herr Betriebsführer. Hast du Ungeziefer, Flöhe, Läuse? Nein, Herr Betriebsführer. Konfession? Evangelisch. Wie heißt du? Bruno Wladimir Maximilian Gruschka. Langsam und deutlich. Bruno Maximilian Wladimir Gruschka. Schreib deinen Eltern, sie sollen dir von der Gemeinde eine Bestätigung schicken. Du kannst doch schreiben. Vorher kriegst du keine Versicherungskarte. Du bekommst 7 Mark die Woche. Komm, komm, ran an die Arbeit. Halt! Direkt! Alles klar! Sieh dir das an! Nummer 7, das sind Heidmann und deine Leute. Was schießt du da rum? Komm! Was ist? Ist er nicht runter? Richtig, da geht's runter, aber nicht für dich. Ich hatte schöne Arbeit für dich. Du wirst über Tage. Aber wenn es dir nicht passt, kannst du davor mal zurückwandern. Komm! Thank you.
Warst du schon mal unten? Wo? Na, unter Tage. Frauen dürfen nicht unter Tage. Drüben bei den Franzosen fahren auch Frauen ein. Na, mich haben sie nicht runtergelassen. Meine Brüder haben auch erst über Tage angefangen. Und dein Vater Bergmann? Ja. Bei wem bist denn du, Schlafbursche? Oder kommst du aus der Menage? Aus dem Logierhaus. Hoffentlich nicht. Das sind alles schlimme Kerle. Hey, ich krieg 7 Mark die Woche. Aber hättest du den ganzen Tag? Ja, klar. Bei uns zu Hause muss ich den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und hinterher noch die Pferde füttern. Bleib nur noch eine Stunde. Dann muss ich zur Schule. Bist du schon fertig mit der Schule? Schlafburschen. Der faule Hund liegt zu Hause im Bett und kümmert sich noch nicht mal um die Gören. Ist er nicht eingefahren? Nee, die ganze Kameradschaft nicht, sagt er. Weil sie ihn zu viele Wagen nullen. Machen die anderen da auch mit? Ach, der kann mir viel erzählen. Der ist nur zu faul zum Arbeiten. Naja, dann werden sie bei uns wohl auch bald anfangen. Ach, mach dir mal keine Sorgen. Deine sind auf einem ganz anderen Püt. Und dein Mann hat sich bei sowas noch nie eingemischt. Wahrscheinlich legt er mich sowieso nur an, dass ich ihn nicht rausschmeiße, wenn er anfängt rumzufaulenzen. Was, die Magazin? Die pumpen mir doch nichts mehr. Weil ich keinen Ehemann habe, dem sie es vom Lohn abziehen können. Ich muss alles beim Hanke, dem alten Halsabschneider, anschreiben lassen. Du hast Glück mit deiner Wäsche. Lauter Hosen. So ist das. Ich helfe dir. Komm, gib her. Das dauert mir zu lang. Hilf deiner Stiefmutter. Geht die Kohle gut? Was für ein Einfallen. 50 Grad. Da rutscht die Kohle weg wie nix. Da braucht ihr nicht zu schleppen. Aber wir schießen der Wetter. Abend hochwürden. Abend hochwürden. Da ist er. Der Kaplan. Das ist ein ganz scharfer, unser neuer Reviersteiger. Er zahlt gut. Dafür bist du aber nach 10 Minuten so nass, als wenn du aus der Waschkau kommst. Und schießen kannst du bei dem Wetter auch nicht. Der war vorher Steiger auf Hermine 2. Das ist ein Protestant. Das hat aber mit seinem Charakter nichts zu tun. Herbert, machen wir noch einen fertig. Wollen uns mal die Messwerte zeigen. Nach der Vorschrift stehen euch 2 Kubikmeter Frischluftpromant zu. Jawohl. 2 Kubikmeter in einer Minute. Der Wein für Hochwürden geht auf meine Rechnung.
war er gewesen. Wir können zufrieden sein. Oh. Liegen mit unserem Gedinge überm Schnitt im Revier. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass wir uns nicht kaputt machen. Ich hab schon schlimmere Wetter erlebt. Du hast immer schon was Schlimmeres erlebt. Das ist kein Argument, damit wirst du nie was ändern. Werner ist heute nicht eingefahren. Das hat Erna erzählt. Die ganze Kameradschaft nicht. Weil sie ihnen zu viele Wagen nullen. Ganz genau. Das ist die einzig richtige Antwort, ist das. Nee, das bringt nichts. Dann werden sie gefeuert. Allein schaffen sie das nicht. Ihr müsst dafür sorgen, dass welche von euren Leuten dabei sind, wenn sie die Wagen kontrollieren. Das versuchen wir schon lange, Herr Kaplan. Davon wollen die doch nichts wissen. Wo hat denn Werner angelegt? Auf Hermine 2. Vielleicht spricht er bei uns ja auch noch mal rum. Was ist denn das für eine polnische Wirtschaft? Gib nicht so an. Ich will morgen früh deinen Tee alleine kochen. Na, wenn Käthe Tee macht, sind keine Blätter drin. Hast du Käthe gesagt? Wie ist deine Mutter? Du sagst Mutter zu ihr. Hast du verstanden? Gang zum dunklen Schacht, dich 30 Jahre mit frohem Sinne, dich dessen Aufsicht nicht gemacht. Amen. Thank you.
weiter. Gestern Abend bin ich bei euch vorbeigegangen. Ich hab dich nicht gesehen. Gestern Abend? Wann? Gestern Abend, war schon dunkel. Deine ältere Schwester habe ich gesehen. Ich habe keine große Schwester. Meint sicher die Käthe. Oder Magd? Das ist meine Stiefmutter. Ist deine richtige Mutter tot? Mhm. Meine Mutter lebt noch. Als in Wehen lag mit meinem kleinen Bruder. Haben ihn noch rausgeholt, aber hat auch nicht mehr gelebt. Zurück! Hast du auch Geschwister? Klar, drei. Was machen die? Arbeiten auf dem Hof. Habt ihr einen Hof? Klar. Alles zu klein. Zurück! Zu wenig Land und wir müssen im Guss eine hohe Pacht zahlen. In die Jacke Persino mit rein. Das ist von meinem Bruder. Zurück! Ich glaube, ihm eine neue Schicke mit der Post. Du wärst aus Leder und innen drin mit Wolle gefüttert. Hast du hier Verwandte, die dich hergeholt haben? Mhm. Im Frühjahr kamen zwei Männer zu uns im Dorf in der Kutsche. Das waren Bergmänner, haben die gesagt. Mit guten Anzügen und feinen Hemden, mit Binder. Und die haben mit Gutsherrn gesprochen und Bilderchen und Zettel verteilt vom Bergwerk. Da kann man dicke Geld verdienen, haben die gesagt. Kommt immer mehr. Sogar aus den Alpen und von der See. Ganze Wagen voll Männer, die wollen alle unter Tage. Kumpel. Was machst du denn da? Wohin versteckst du dich denn? Oh, der Köter kommt! Schnell! Schnell, nix hier weg hier! Hast du angelegt? Hat's geklappt? Hast du auch kein Bett, wa? Pass auf, ich nehm dich mitten in den Arm, komm. Na komm! Das Bett von Bayern ist sowieso frei, da liegt im Hospital. Was sind deine Sachen? Ich hab nichts. Schon ein bisschen groß für dich, oder? Wo hast du die mitgehen lassen? Mein Bruder. Du brauchst aber nur vernünftige Sachen zum Arbeiten. Das versaust du alles am Blöd. Bist du am Leseband? Hab ich ja nicht runtergelassen. Unter Tage heißt das. Nur Geduld, Kumpel. Die wollen natürlich erst mal wissen, was du schuften kannst. Ist doch ganz logisch. Haben sie den Abschlag gezahlt? Mhm. Pass auf. Wenn du Geld brauchst, kommst du zu mir. Pump dir was bisschen zahlt. Gutes Land. Nur Rauch und Schmerz. Bist du schon lange Bergmann?
bin kein Bergmann, bin Bauer. Noch ein paar Jahre schuf sie am Flöz. Dann kaufe ich mir ein eigenes Stück Land. Für Hafer und Weizen. Eine Wiese fürs Vieh. Ich krieg 7 Mark die Woche. Die Zeche, das ist der Püt. Hier ist der Schacht für An- und Ausfahrt. Wenn Mannschaften gefahren werden, heißt es Seilfahrt. Wenn Kohle oder Material gefördert wird, Förderfahrt. Gut, das sind die einzelnen Sohlen hier. Kannst du dir vorstellen, wie die Stockwerke und Flure hier im Haus zum Beispiel? Erste, zweite und so weiter. Nur umgekehrt, von oben nach unten, ist ja klar. Und hier am Schacht, wo die Kohle nach oben gefördert wird, das sind die Füllorte. Und hier die Gänge? Das sind die Strecken, die von den Hauptstrecken abgehen und so zum Beispiel zu den einzelnen Flözen führen. Flöz, das weißt du, Flöz, das ist die Kohleschicht. Und da, wo die Kohle verhauen wird, das nennt man Vorort. Jedes Flöz hat einen Namen oder eine Nummer. Wir verhauen jetzt zum Beispiel gerade Morgensonne. Was ist das? Das ist ein Blindschacht, ist das. Warum heißt der Blindschacht? Weil du blind bist. Weil da kein Licht brennt, weil da dunkel ist, was weiß ich. Nee. Da muss er gleich von vorne rein merken. Im Schacht brennt sowieso kein Licht, sondern nur hier an den Füllorten. Der heißt Blindschacht, weil. Und zwar, der führt nicht nach oben über Tage, sondern nur von Sohle zu Sohle. Hey! Ihr redet immer vom Wetter. Da unten gibt's doch gar keine Wetter, verstehe ich nicht. Also pass mal auf, das will der Onkel Otto dir ja gerade erklären. Wetter. Das ist praktisch die Luft. Die wird durch den Förderschacht oder durch den Wetterschacht angesogen und durch alle Sohlen geführt. Jetzt pass auf. Matte Wetter. Das ist einfach schlechte Luft und Kohlestaub. Das ist da, wo der normale Wetterstrom nicht mehr hinkommt. Böse Wetter. Böse Wetter ist Kohlestaub und schwaches Gas. Und schlagende Wetter, das ist pures Gas. Das kommt manchmal aus der Kohle gezischt. Da kippst du um, als hätte ich dich umgehauen. Das nennen wir Bläser. Bei bösen Wettern und bei Schlagwettern, da darfst du zum Beispiel nicht schießen. Was schießen? Jetzt meinst du, mit einer Büchse in die Kohle schießen, oder? Oder mit einer Armbrust? Schießen, das heißt sprengen. Ja, die Flasche weg, der Bulle, komm. Was soll das sein? Sie waren nie auf dem Püt, das merkt man. Das ist ein Grubenprofil, ist das. Täusche ich mich? Oder riechtet ihr nach Fusel? Wenn ich einen von euch beim Saufen erwische, der fliegt, ist das klar? Und du sorgst mir dafür, dass er nächsten Zahltag seine Logie bezahlt. Sonst lass ich's dir vom Lohn abziehen. Es gibt dumme Menschen und kluge. Und gefährliche und anständige. Der da, der ist gefährlich, weil er dumm ist. Und es gibt aber auch gefährliche Menschen, die klug sind.
Wie zum Beispiel unser neuer Reviersteiger. Sollten Sie alle einsperren. Die Sozis bringen nur Unruhe auf den Fett. Ihr mal an eure Pfaffen, da liegt ihr richtig. Die stecken mit den Grubenbesitzern unter einer Decke. Ihnen und Ihre Katholikenvereine sind noch viel schlimmer als die Sozis. Warum laufen die noch frei rum? Hört euch das an. Wenn das kein Nationalliberaler ist. Was? Verdammter Kanacke ist das. Steigt nicht aus dem Osten, die uns die Arbeit wegnehmen. Wie steigt ich bin, oder bist du ein Polaken, alter Rosenkranzfresser? Was, Schumi, hast du Polaken gesagt? Hört auf euch an zu blöken, ihr Schafkreppe! Habt ihr denn jetzt nichts Besseres zu tun? Die Grubenbesitzer werden sich freuen, wenn sie euch hören. Was habt ihr denn gegen die Männer? Warum sollen die sich denn nicht versammeln? Nur weil sie Sozialdemokraten sind? Ich will euch mal sagen, warum. Weil die da oben nämlich Angst vor denen haben. Weil die Sozis nämlich genau wissen, was wir tun müssen, damit die Grubenbesitzer nicht mit uns machen können, was sie wollen. Sei ruhig, Erna. Du bist doch genauso ein Feigling wie ihr alle. Männer wollt ihr sein. Schafskrippe seid ihr. Ja? Erna? Übermorgen ist Zahltag. Kann man vielleicht bei dir anschreiben lassen? Will dich wohl vor den anderen wichtig machen, Kleiner. Lauf mal schnell nach Hause zu deiner Mama und lass dir den Arsch putzen. Du hast doch vor Angst die Hosen voll. Noch nie gemacht. Diskutiert. Die Sozis? Aha. Die haben Versammlungsverbot. Hast du noch nichts vom Sozialistengesetz gehört? Haben wir dem Bismarck zu verdanken. Warum? Du kommst vom Dorf, das merkt man. Also angeblich wollten ein paar von denen unserem alten Kaiser einen Kragen. Aber das war nur ein Vorwand für die Reichsregierung, den Sozis einen Maulkorb umzubinden. Deine schönen Gemahlin, Auguste Victoria. Mama, hast du eigentlich schon mal mit einer Frau gemacht? So richtig so? So. Ja, doch nicht. Da hat er ja nichts mit zu tun. Aber dann wird langsam Zeit für dich, Kumpel. Oh, Jana! Komm mal her! Ich bin dir. Was ist los? Hier, hab ich einen schönen Bräutigam für dich. Komm her. Was ist los? Ach, komm her, du. Schweinehunde. Komm. Ihr dreckigen Kerle. Lass den Jungen in Ruhe. Was ist los, bitte? Komm her. Gute Maria, was soll ich denn mit dem Jungen anfangen? Komm. Ey, was soll denn das? Kerl, du! Wir werden dich auf die schwarze Liste setzen. Ja, wenn dir das egal ist, mir ist es nicht egal. Ich will noch was lesen. Hör mal zu. Du bist mein Sohn, mein Ältester. Du trägst meinen Namen. Ich auch.
Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Und ich will auch nicht, dass du mit deinem politischen Zeug. Die haben uns nicht beweisen können, dass es eine politische Versammlung war. Ich will nur mal wissen, wer uns verpfiffen hat. Ich hab's immer respektiert, dass du deine eigenen Wege gehst. Wenn du meinst, dass du ohne Religion, ohne Gottesfurcht auskommst, bitteschön, ist deine Sache. Musst du mit deinem Herrgott ausmachen. Aber solange du hier bei mir, in meinem Hause lebst, da will ich keine politischen Scherereien haben. Hast du verstanden? Das Haus gehört im Zechenverein. Ich gehe schlafen. Nimm Wasser mit hoch. Das kann Herbert doch auch mal machen. Du glaubst an Anstand und Ordnung. Selbst wie vor 30 Jahren, als ihr noch ein besonderer Stand gewesen seid. Mit Kündigungsschutz und geregelten Lohn und der schwarzen Uniform als preußischer Bergmann. Du willst nicht sehen, was draus geworden ist. Doch, das sehe ich. Ich sehe, dass hier jeder hergelaufene Strolch Bergmann wird. Weil er nicht dazu taugt, da wo er herkommt, eine anständige Arbeit zu machen. Die kommen her, weil sie bei sich nichts haben, wovon sie leben können. Und die Grubenbesitzer sie hier brauchen. Nacht. Die haben den ganzen Bergmannstand in den Dreck getreten. Geldgier. Die kennen keine Bindung an den Berg, die kennen bloß Geld, Geld, Geld. Unseren Stand haben andere kaputt gemacht. Wir hatten unsere Mitbestimmung in den Knappschaftskassen unterhöhlt. Wie sinnvoll ist das? Wir zahlen ständig höhere Beiträge und die Leistungen werden immer schlechter. Wir haben das Wagennullen eingeführt und die Strafpunkte, nur um uns den Lohn zu kürzen. Und wer wirft anständige Bergleute auf die Straße und aus ihren Häusern, nur weil sie sich dagegen gewehrt haben? Das war mal ganz anders. Damals, als die Grube noch einen alten Dr. Hegemann gehört hat. Da war der Pütt ja auch nur halb so groß wie jetzt. Jetzt gehört er einer Aktiengesellschaft. Und die sitzen irgendwo in Hamburg oder in Berlin oder London und die haben keine Ahnung vom Bergbau. Die interessiert es nicht, wie man unter Tage arbeitet. Die erwarten nur, dass wir für sie eine möglichst hohe Dividende rausschuften. So sieht's aus. Wir sind kein Stand mehr. Wir sind Lohnarbeiter, wie alle anderen Arbeiter in der Industrie. Jetzt habt ihr es geschafft mit eurer Brüllerei. Was hat er? Ach, Leo. Jetzt Wasser auf, mach Fenchelchen. Der schreit schon wieder. Geh wieder ins Bett, das hören wir ja. Die Gendarmerie war wieder in der Wirtschaft. Haben Sie nach Ihrem Mann gesucht? Sie haben nur rumgehorcht. Sie haben gesagt, Sie werden den Laden schließen, wenn hier was Politisches passiert. Die Kumpel waren schon in Stimmung und haben den Kaiser hochleben lassen. Werner war auch da. Die sollen rausgeschmissen werden, weil sie nicht eingefahren sind und die genullten Wagen von der letzten Schicht bezahlt haben wollen. Morgen will das Ganze. Ich bin bei den Ersten gewesen, die hier in die Siedlung eingezogen sind. Bis auf den heutigen Tag ist das immer ein anständiges Haus geblieben. Und ich möchte es nicht erleben, dass hier noch eines Tages die Gendarmerie reinkommt. Ich werde mir woanders eine Schlafstelle suchen. Dann kannst du dir einen anständigen Schlafburschen nehmen für dein anständiges Haus. Einen, der betet, statt zu denken wie du. Und dem Käthe die Suppe auf den Tisch stellt und die Hosen wäscht. Wie bei den anderen, wo es hinten und vorne nicht reicht. Das hat meine Frau nicht nötig! Das hat eure Mutter auch nicht nötig gehabt! Und sie wird es auch nicht nötig haben! Wenn du gehen willst, ich halte dich nicht. Dein Geld brauche ich nicht. Kannst deinen Lohn der Partei spendieren. Aber solange du noch hier bei mir wohnst, verlange ich, dass du dich wie ein anständiger Bergmann benimmst. Zwischen die Wagen gekommen.
Watzkes. Und Otto, wo verhauen die jetzt? Nein, der Morgensonne, der zweiten. Da möchte ich nicht einfahren. Der Elf. 1,15. Blick auf. Blick auf. Blick auf. Glück auf, mein Junge. Fabi, komm. Wenn du mit Frau raus bist, sieht wie verrückt. Wilhelm und seinen Leuten haben sie 8 Wagen genullt. Euch haben sie Strafpunkte gegeben, weil ihr nicht vorschriftsmäßig ausgebaut habt. Ha, vorschriftsmäßig. Was habt ihr den Neuen zu verdanken? Ruschka, Uno. Hier muss ich mal deine Nummer sagen. 76. Aha, für Walter. Dick auf, Kumpel. Unser neuer Reviersteier kommt euch wahrscheinlich besuchen. Ja, lass ihn kommen. Na, geh weiter, Junge. Oh.
zurück, du! Mein Gott, in der Berg arbeitet, der gewöhnt sich doch dran. Jetzt komm. Ja, Paris, komm, komm! Was für ein Lager, Mann. Komm mal her. Komm, komm, zeig her. Halt mal still. Oh, komm, nicht halt so viel. Komm rauf. Weiter. Komm. Mein Gott, leg dich schon wieder hin. Die schießen nur, dann ist ein gutes Wetter. Mhm. Komm, Bergmann. Komm rauf, weiter. Bruno, hör auf, teilst dir ein. Schön. Jetzt warten wir ab, bis du richtig durchkriegst. Na ja. So, komm her, ich kann's noch mal lernen. Komm hier. Da. Ja, guck, so werden die Brote aufgehängt, damit die Ratten da nicht beikommen. Verstehst du? So. Jetzt geh los, hol Wagen ran. Verdammt noch mal, geh doch einen Schritt schneller! Wir sind ja nicht in einem polnischen Kuhdorf! Ich bin Polak! Der Wetter. Du blitzt das gar nicht auf. Mhm. Komm, jetzt fertig. Steiner. Voll und keine Berge.
Sagen für Herr Ehrsteiger. Wir werden die vereinbarte Kohle nicht schaffen, Herr Reviersteiger. Warum nicht? Wir haben leichte Kohle. Die Räder sind zu matt. Wir kommen nicht voran, Herr Reviersteiger. Wir brauchen mehr Luft. Ihr seid mir als gute Leute empfohlen worden. Herr Reviersteiger. Nach der Vorschrift stehen uns für jeden Mann in der Minute 3 Kubikmeter Frischluft zu. Haben Sie mal die Werte gemessen? Ich weiß nur, dass ich hier bestimmten Männern, die gegen Kaiser und Staat hetzen, keine Arbeit geben sollte. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Herr Wiersteiger, mein Sohn ist ein guter Bergmann. Glück auf. Glück auf, Herr Wiersteiger. Glück auf. Was soll Ihre Schnauhand? Lass sie nicht rum, mein Schaffert weg! Heute Nacht waren wir auf der dritten Schlange Wetter. Das sieht nach Osten weg, das kommt hier nicht raus. Nee, das muss hier vorbei. Ach, muss es überhaupt nicht. Doch, weil wir hier im ausziehenden Wetterstrom sind. Hast du Angst? Behalte die Flora im Auge. Aufs Pferd kannst du dich mehr verlassen als auf deine Lampe. Was du erzählst, der merkt davon genauso wenig wie du. Den Tier wittert das, wenn der im bösen Wetter kommt. Dann bockt er, da geht er keinen Schritt weiter. Das kannst du glauben. Das hat mir der Herbert erzählt. Das war hier in der zweiten, als er noch eingefahren ist. Da wollte er mit einem Zug zum Schacht und sein Gaul ist nicht durch die Wettertür gegangen. Ist einfach stehen geblieben. Er hat ihm die Peitsche gegeben, war nicht zu machen. Da hing ein Sargdeckel in der Strecke. Zweimal hat's dann erwischt. Pass auf, der Kohlefresser! Weißt, dass du keine Lage fahren darfst? Hast du das kapiert? Jawohl, Herr Steiger. Gibt dir jedenfalls zwei Strafpunkte! Ich hab nur das Holz angefahren. Halt dein Wagen, bist du gefahren, was vorkommt dir? Ich hab ja nichts gemacht. Wenn ich dich nochmal auf den Zug erwische, kommst du wieder ans Band. Hast du verstanden? Hast du verstanden, Ernst? Was ist los hier? Misch dich nicht ein! Der Mann ist Schlepper bei mir, deswegen will ich wissen, was los ist. Kümmere dich um deine Arbeit! Das tue ich doch, Herr Steiger. Halten Sie den Mann doch nicht unnötig auf, wir brauchen den hier für den Ausbau. Der Berg ist locker bei uns. Was soll das heißen?
Das soll ganz einfach heißen, dass wir erstens mehr ausbauen müssen und zweitens uns das Haus selber vor Ort fahren. Das war doch nicht abgemacht, Herr Steiger. Willst du dich beschweren? Ich kann nur sagen, das war im Gedinge nicht ausgemacht, dass wir das Haus selber vor Ort fahren. Mann, wenn dir die Arbeit nicht passt, wenn ich dich im Wetter schicke, dass dir die Puste ausgeht, du kommst als Geldschädler, ich geb dir einen Straf und dann wird dir deine Disziplin. Pass bloß auf, du. So ein Kohlefresser wie der, der fällt mal ganz plötzlich in Blindschaft. Damit zusammengeschrien. Du musst aufpassen. Wir sind nicht eingefahren. Alle Schlepper vom ersten Schacht. Wir wollen 30 Pfennig mehr pro Schicht. Haben sie euch rausgeschmissen? Wir sind über 200 Mann, Hammer! Der Betriebsführer verhandelt mit uns. Wir haben gestern 5 Leute gewählt, die zu ihm gehen. Das ist ein Beweis. Für was? Dass es geht, wenn wir uns einig sind. Behilflich sein. Müssen Sie in die Siedlung? Gestatten Sie?
Ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt. Herr Wandowski. Hier ist es. Ich wusste gar nicht, dass Friedrich Pötzkes eine so hübsche Tochter hat. Ich bin seine Frau, Herr Reviersteiger. Bei dem Wetter wird es schnell trocken. Wie geht dein Mann? Wie sollte ihm gehen? Du kannst Gott danken, dass er anständig ist. Die heilige Jungfrau soll ihm seine Manneskraft erhalten, dass du noch ein bisschen was von ihm hast. Ich will keine Kinder mehr. Wir sind genug. Ich meine ja nur, es ist gescheit von dir gewesen, dass du einen genommen hast, der schon grau ist. Aber weißt du, was du hast, selbst wenn er dir ein paar Kinder mit in die Ehe gebracht hat? Karl und Willi sind schon erwachsen. Karl muss auch bald mal raus hier. Du suchst einen neuen Schlafkosch. Komm, hör mir damit auf. Nein, ich meine, es ist nicht gut, wenn zwei Männer im Haus sind, die bestimmen wollen. Bestimmen tut Friedrich. Naja, jedenfalls, ich bin froh, dass bei mir keiner bestimmt. An deiner Stelle hätte ich Werner schon längst rausgeschmissen. Wenn er sich mit den Polen einlässt, hat er in deinem Haus nichts zu suchen. Was hat denn das damit zu tun? Von den Polen können unsere Männer noch ganz schön was lernen. Was sollen sie denn von denen lernen? Wie man seine Familie ins Unglück stürzt? Was hat sie denn? Ich weiß nicht. Sie wird ein Weib. Hat sie schon einen Liebhaber? Das glaube ich nicht. Und es geht auch keinen was an. Ich gehe mal wieder. Das wird nachher wieder eine Schlepperei. Ich habe ja keinen, der mir mit der Kutsche nach Hause fährt. Haus. Der Berg ist jetzt locker. Ach Mann, ey, die halbe Schicht geht für den Ausbau drauf. Scheiße. Kannst du lesen? Ach, kannst du doch nicht. Ich denke, der Kaplan hat sie beigebracht inzwischen. Das hier bist du. 50 Pfennig haben sie abgezogen. 50? Ja, weil er am Zug mitgefahren ist. Mir hat der Kohlefresser eine Mark abgezogen. Wegen mangelnder Disziplin. was hat Willi gesagt? Aufruft sie. Ich rede mit dem Reviersteiger. Dreck. Komm! Mit zwei erreichen. Vom Verein. Hermine 2 will 10 Pfennig mehr zahlen. Was wollt ihr? Ich möchte mich beschweren über ungerechte Behandlung durch den Herrn Steiger. Ein Mann genügt, du wartest draußen. Wieso denn? Ist doch meine Angelegenheit. Ich habe Strafpunkte bekommen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh jetzt raus. Du willst dich also beschweren? Jawohl, Herr Reviersteiger. Mein Hauer hat Strafpunkte bekommen. Aber er hat nur gesagt, dass es im Gedinge nicht ausgemacht war, dass wir uns das Holz selber anfahren müssen. Der Meinung bin ich auch.
Reviersteiger Rewandowski. Ja, habe verstanden. Orten Sie an, dass auf Marta 2 und 3 nicht mehr geschossen wird. Und holen Sie die Leute hinter den Schacht nach Norden. Haben Sie verstanden? Führen Sie die Messungen weiter durch. Du hast doch Familie. Jawohl, Herr Wehrsteiger. Eine junge Frau. Ihr habt kleine Kinder. Gott erhalte sie mir gesund. Dann mach deine Arbeit und halte deine Männer in Disziplin. Glück auf. Glück auf, Herr Wehrsteiger. Herr Betriebsführer, ich bitte um Erlaubnis, die Spätschicht für Marta 2 und 3 nicht einfahren zu lassen, wegen schlagender Wetter. Jetzt zu ihr ziehen. Die hat ihren Schlafburschen rausgeschmissen. Es grüßt Pauline. Bist du jetzt in die Menage? Ich geh noch Bier trinken. In der Wäsche. Ist es nicht schöner, wenn du dein Bier bei mir trinkst? Ist keiner mehr da, der rumsitzt und uns stört. Ich will nichts Festes, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Lieber haust du in der Menage mit ein paar Kerls wie ein Stück Vieh. Ja. Du weißt ja, dass du jeden Groschen sparst. Wie ein Stück Acker in Pommern. Und hier lebst du wie ein Pferdejunge, nicht wie ein Bergmann, wie sich's gehört. Wieso denn? Ich hab dich immer anständig bezahlt, das weißt du selber ganz genau. Steck dir doch dein Geld in den Arsch! Ich würde es ja schon nach Hause bringen.
vorher das Gedinge aushandeln. Komm her! Ins Krankenzimmer. Ihr seid wohl die größten Schafsköpfe, die mir jemals begegnet sind. Ihr sollt aufhören! Hören Sie, Sie dürfen sowas nicht zulassen! Ich halte mich daraus! Ich werde mich meiner Flächenverwaltung über Sie beschweren! Ich habe nur dafür zu sorgen, dass die Männer arbeitsfähig bleiben! Ruhe! Der Lenker bleibt im Saal! Wieso hast du ihn nicht zurückgehalten, ne? Wieso denn? Ich habe genau gesehen, der Mann, der hat irgendwas. Der brauchte den Kampf. Der hat so eine Wut im Bauch gehabt. Der muss doch irgendwann mal raus, hochführen. Ihr benehmt euch wie die Tiere und du hättest deine Nase besser in die Schulfibel gesteckt. Ich hab genug gelesen, ich weiß Bescheid! Ich sag doch, der hat was. Na, Bruno? Hab mal ein bisschen Platz. Hast du Schlesier ja schön vor der Fresse gehauen, ne? Das hat mir so gut gefallen, dass ich dir gerne ein Geschenk machen möchte, Bruno. Jetzt pass mal auf. Ja, nicht die. Trink einen Schluck, aber trink nicht aus. Du hast immer so auf mein Ohrring gestiert, ne? Guck, hier hast du auch einen. Schön, ne? Mhm. Und gleich reinmachen? Na, komm her, dann machen wir gleich rein. Thank you.
tut nicht weh, keine Sorge. Und zack. Und so. Steht dir gut. Was denkst du? Was soll ich denken? Nichts, denke ich. Du denkst was. Man denkt immer was, solange man wach ist. Wenn du es hören willst. Ich denke, wie das wäre, wenn wir ein schönes, großes Haus hätten. Mit einer Veranda. Und einem Balkon. Und einem Garten. Mit Obstbäumen und Personal, Pferde und Kutschen. Und wenn ich feine, glatte Haut hätte wie eine Dame. Das ist nicht gut, wenn du an sowas denkst. Reicht es nicht, dass ich mich herumschinde, bis ich alt und hässlich bin und mich keiner mehr ansieht? Darf ich doch wenigstens mal an sowas denken. Du hast gewusst, was du bekommst, wenn du meine Frau wirst. Ja, das habe ich gewusst. Hat jetzt ein Karl und mich beinahe erwischt. Du bist mein Mann, Friedrich. Und du bist ein guter Mann. Das weiß ich. Nee, das wäre ein Fehler. Das wollen wir ja gerade vermeiden. Das bringt uns auch überhaupt nichts, wenn wir jetzt anfangen, auf eigene Faust für höherste Dinge zu streichen. Das haben die Polen auf Hermine 2 erreicht. Sie haben einen Anfang gemacht, ja? Die haben sich wenigstens einen Groschen mehr erkämpft. Genau. Damals, als die Kohlenpreise gefallen waren, da haben sie uns die Löhne gedrückt. Und jetzt, wo sie die Kohle wieder teuer verkaufen, da wollen sie uns nichts von abgeben. Die Zechen machen den großen Gewinn. Wir kriegen nichts davon. Dafür werden die Mieten und das Fressen immer teurer. Das wissen wir alle. Das ist auch richtig so, dass du dich darüber aufregst. Aber uns Sozialdemokraten geht es um mehr. Wir wollen nicht nur einen gerechten Lohn, wir wollen mehr Gerechtigkeit. Wir wollen, dass die Arbeiterschaft im Reichstag die Mehrheit bekommt. Und wir müssen den Kameraden bei ihren Forderungen ein politisches Ziel geben. Um Forderungen zu stellen, müssen wir uns erst mal einig sein. Die sind sich nämlich einig, ja. Die haben ihren Bergbauverein. Da sprechen die sich alles untereinander ab. Das wollte ich sagen. Und wir müssen jetzt dran denken bei unseren Forderungen, dass sie merken, dass die gesamte Bergarbeiterschaft dahinter steht. Dafür müssen wir uns aber auch mit den Christlichen und dem Rechtsschutzverein zusammentun. Ja, das geht natürlich nicht. Also stimmen wir ab, damit Genosse Kubiak bei der Versammlung in Essen Bergmann Schröder sagen kann, dass wir hinter ihm stehen. Die Forderungen sind ja euch ja allen bekannt. 15% mehr Lohn. Eine 8-Stunden-Schicht, einschließlich Ein- und Ausfahrt, wie das früher üblich gewesen ist. Geeichte Wagen mit richtigen Maßangaben. Eine gute, gesunde Wetterführung. Und das Holz muss für die Kameradschaft ein bisschen in die Grube geliefert werden. Jawohl. Hast du gesehen, Genoss? Ich danke euch. Ja? Also ich bin auch eurer Meinung, was ihr vorhin gesagt habt, dass die Arbeiter in Zukunft alle selber bestimmen. Nur ich persönlich will mal was ganz anderes sagen. Wer ist der Mann? Den habe ich bei euch noch nicht gesehen. Wer bist du? Das ist Bruno Gruska, mein Schlepper. Woher kommst du? Aus Pommern. Bitte,
Also, ich finde das richtig gedacht, was du gesagt hast. Nur das, was man denkt und das, was ist, das ist nur ein neuer Unterschied. Und deswegen soll man das, was man denkt, immer daran messen, was wirklich los ist. Und wenn die Kollegen sich jetzt wehren wollen gegen die schlechte Bezahlung und das Wagennullen und die Schinderei, dann sollen sie das machen, wo sie können. Weil dann vielleicht immer mehr Mut kriegen und immer mehr mitmachen. Und wir sehen können, dass wir selber was gegen die Ungerechtigkeit ändern können. Und wenn ihr sie mit euren richtigen Gedanken daran hindert, dann verlassen sie sich wieder auf andere und machen überhaupt nichts. Ich hab dich verstanden, Bruno. Ist aber gefährlich, was du da sagst, ne? Genau, dass das gefährlich ist. Sonst bewegt sich ja nichts. Das ist ein Irrweg, weißt du? Der darf warten, um uns klein zu machen. Fahrt ihr nicht ein? Wir fordern 20 Pfennig mehr. Ja, das Holz ist vor Ort. Und auf eigene Kost. Dann verderbt ihr uns alles damit. Womit? Du kommst mit. Wenn du ein Kumpel bist, dann fährst du nicht ein. Na, was ist? Bruno, so war ich mir nie was. Was soll das denn? Hello!
Reviersteiger Rewandowski. Ich habe verstanden, zwei Leute. Lassen Sie weiterarbeiten, aber die Strecke muss frei bleiben. Ich komme sofort. Was ist passiert, Herr Reviersteiger? Machen Sie schnell, kommen. Ihr dürft ja auch. Oh, gib die Nummer her, Mark. Geht zurück und gib dir neue Arbeit. Los, los! Geht an die Arbeit, habt ihr nicht gehört? Da steht hier nicht rum. Wo sind die Lampen? 138. 67. 70. Das Holz auf einen halben Meter zuschneiden und halten Sie die Strecke frei. Herr Reviersteiger, ja? Die Rettungsarbeit den Leuten überlassen. Wieso? Das wird nicht so. Da riskieren Sie Leben und Gesundheit. Mensch, los, los! Bringt das Holz! Los, los! Hey, was ist los? Sieht nicht gut aus, Otto! Warum kommst du schon? Friedrich ist tot. Sag's mir. Ich weiß nicht. Das wissen Sie noch nicht. Warum sagst du, sie sind tot? Sie? Wer noch? Bruno. Bruno auch? Mich so an. Komm, Laura! Komm! 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 Hast du gehört? Nee. Wer sind Sie? Das muss durchkommen. Lass dich ablösen und ruh dich aus. Nee. Ich bleibe. Keine Luft mehr. Die Luft ist gut. Die reicht für uns beide. Das ist bloß in deinem Kopf. Die Lampe wird auch immer kleiner. Das Öl wird weniger. Komm, lass das. Machen. Wir müssen abwarten. Ja. Die holen uns schon raus. Vielleicht kommen die gar nicht. Vielleicht wissen die gar nicht, wo wir sind. Die kommen. Das braucht Vielleicht Zeit. Denken die, wir sind schon tot. Das braucht Zeit. Die müssen vorsichtig sein. Wie froh ist es? Ich streite. Drei in der Früh, na ja, auf, Bruno. Nimm dich zusammen.
Liebe Gott, bitte, 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 dass ich rauskomme. Oder bitte, bitte, dass ich oder Friedrich rauskomme. Maria und Thomas, wir sind jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Wenn ich nur einmal runter könnte, heilige Barbara, wenn ich dabei sein könnte im Flöz, du Beschützerin der Bergleute, mach, dass sie mich runterlassen, dass ich dabei sein kann, nur ein einziges Mal noch einfach. Pauline. Und die ist so komisch. Und die denkt immer, ich habe was mit der Erde erwischt zum Tod. Was man nicht so alles denkt. Und seinem Herrgott verspricht, wenn sein Mann Kragen geht. Wie viel Uhr ist es? Ich hab's euch gerade gesagt. Es ist 3 in der Nacht. Ich will nicht lebendig begraben werden. Ich hab das uns vor nichts Angst. Die holen uns raus, Bruno. Da musst du ganz fest dran glauben. Hast du gehört? Ganz fest dran glauben. Was jetzt? Die Flamme wird immer kleiner. Das Öl wird alle. Das macht nichts. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Kommen Sie bitte hoch, Hürden. Nun steht hier nicht rum, geht wieder in eure Arbeit. Geht von der Bank runter, ihr habt hier nichts zu suchen.
Heute wieder eine Menage. Hey, Anna. Kannst du mal sagen, warum die immer wieder in das dunkle schwarze Loch einfahren, in die dunkle Höllengruft? Weil das ihr Beruf? Weil sie Beruf ist, ey. Das ist eine gute, klare Antwort. Otto, jetzt komm her. Anna. Was ist besser? Ich muss pissen. Vor dem Kuss. Was ist denn los, Paulchen? Hey. Nichts. Hab keine Lust mehr. Bist du sauer? Ich hab keine Lust mehr. Hab ich doch gesagt. Ja.